Ich sehe schon, das wird genauso nur Probleme geben wie vorher mit der Hauptstraße hier. Das mit den Hauptstraßen außenrum war nett gedacht, aber ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Hier fährt keine Sau. Keine Sau. Die schlängeln sich so zwischendurch immer ein bisschen rum. Hier fährt eine Sau. So, was die Versorgungsabteilung erlaubt, ist allen Städten und Kommunen das Fortschreiten. Klärsystem, okay. Ich freue mich. Jetzt können wir endlich ein Klärsystem bauen. Natürlich, wenn wir genug Geld haben. Das heißt, nie. 44.000, naja, das habe ich ja... Wenn ich nicht gerade Krankenhäuser falsch platziere, habe ich das hier auf der hohen Kante. Ich nehme dafür jetzt auch keinen Kredit auf. Wie sieht es überhaupt mit Krediten? Haben wir keinen. Doch, einen haben wir. Bildung, Gesundheit kostet uns momentan am meisten. Feuer und Verwaltung. Gewerbegebiet, Industriegebiet. Industrie mache ich mal, erhöhe ich mal die Steuern ein bisschen. Vielleicht sogar auf 11. Ich hoffe, die haut dann nicht ab, weil wir so einen hohen Bedarf haben gerade. Hoffe ich einfach, dass sie trotzdem da bleiben und zähneknirschend die höheren Steuern zahlen. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Da, da, da. La, 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 la. So, wie sieht's denn aus? Straßenupgrades zum Erhöhen der Dichte erforderlich. Natürlich. Wollen wir das denn überhaupt, die Dichte erhöhen? Die Commercials sind jetzt ein bisschen runtergegangen. Und oh! Alter, wieso zeigt denn ja nur die niedrige Dichte hier an? Das ist ja unfassbar. Okay, dann erhöhen wir mal die Dichte und zwar... Wie mache ich das? Ich würde sagen... Obwohl, ich glaube, das lasse ich mal hier. Ach, was soll's, komm, ich upgrade das einfach jetzt. Fertig ist die Lauge. So, da kann ich ja theoretisch... Ach, das ist ja eh so ein Dingens. Hätte ich die Straße eigentlich auch lassen können. Aber egal, dann mache ich hier mal zack. Zack. Und dann erhöhe ich die Dichte auch mal darum. So, mit niedriger Dichte, mit mittlerer Dichte könnte ich jetzt erhöhen. So, dann schauen wir mal, was da passiert. Da, 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 da. Ah, hier, da sieht man schon niedrige Dichte. Wahrscheinlich vom Saufen noch niedrig dicht. La, da, da, da. Und es schien mir wie ein Tag, weil ich sie mag. Keine Ahnung, was ich sag, weil ich kein Alkohol vertrag. Was? Nee, keine Ahnung. Ich hänge hier nur so rum. So, das haben wir jetzt auch mal erhöht. Ich bin mal gespannt, ob die auf das Angebot eingehen. Und theoretisch... Ach, sieh mal einer an. So, wie sieht's aus? Wassertechnisch alle glücklich? Da wird gebaut. Wir bräuchten bald eine Pumpe. Aber dazu bauen wir natürlich noch ein Klärwerk. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Vielleicht hier unten so ein bisschen oder so. Mal gucken. Und hier scheint auch groß gebaut zu werden. Jetzt hier hinten nicht so. Da will man noch nicht. Sims, alter Schwede.
Mangel an Arbeitern. Die kommen ja bald. Wir züchten uns ja gerade ein paar dichtere Leute hin. Da, zack. So, jetzt geht's langsam so ein bisschen in die Höhe. Das ist ja wohl die Höhe. Und dann zaumen wir mal. Ach Mensch, das ist einfach toll, dass mit den Straßen, mit der Straßenaufteilung so super klappt. Aber immerhin fahren sie hier ein bisschen über die Hauptstraße. Was passiert, wenn ich den Weg da abreiße? Nur mal so, spaßeshalber. So, mal gucken. Könnte ich auch noch Bäume hinmachen oder irgendwas? Dann müssten ja quasi hier über die Hauptstraße fahren dann, ne? Wuss. Alter, was für verkackte Einwohner wir hier haben. Die zünden sich einfach selber an. So, da bin ich mal gespannt. Die müssten jetzt, da sind Umzugs... Ist das schon wieder die Umzugswagen-Gang? Was machen die da? Wieso fahren die da und hauen wieder ab, oder was? Und jetzt fahren die da lang. Hä, die fahren da hinten einen Kreis, jetzt fahren die da einen Kreis. Fahren... Ich verstehe das nicht. Das sind ja auch keine Müllwagen. Ah, vielleicht sind das die Stromwagen, die den Strom liefern. Das hat man ja neulich, dass der Strom ja nur über die Straße angeliefert werden kann. Ach, guck mal, da gehen die Sims alle zu Fuß hier rüber. Zu wenige Kunden kann ja nicht sein. Ich habe die gerade alle reinlaufen sehen. Das scheint aber zu klappen. Die Sims gehen einfach zu Fuß darüber. So wie es geplant war. Wir haben zu wenige Kunden. Na gut, das war nicht geplant. Und hier fahren sie jetzt da auch über die Hauptstraße und hier auch über die Hauptstraße. Das ist schon mal sehr gut. Sehr, 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 sehr gut ist das. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich sowas da entwirre. Das mache ich einfach so, indem ich das hier als Querstraße nutze, indem ich sowas da wegreiße dann vielleicht. Worauf warten die? Ja, sowas wie gesagt, das muss ich noch entwirren, dass man dann hier so eine Straße zum Beispiel dann auch mal wegreißt. Hier ist vielleicht eine schöne Pension, das ist natürlich super, aber das bringt uns nichts, wenn die den ganzen Verkehr aufhält, weißt du? So, Pension Nordtal. Okay, 40.000. Was können wir denn jetzt mal wieder Schönes bauen? Wir wollten doch, damit wir da nicht in Schwulitäten geraten. Eine Kläranlage. 64.000. Uah. Pumpstation. 44.000. Ich müsste also eigentlich erst eine Kläranlage bauen oder neben eine Pumpstation. So rum müsste ich es machen. Theoretisch dürfte ich dann keine Probleme mehr haben. In der Praxis weiß ich nicht, wie SimCity darauf reagiert. Auf jeden Fall haben wir es schön grün jetzt hier. Der Verkehr geht auch einigermaßen. Ja, ja, versteckt euch nur. Der Verkehr geht auch einigermaßen, wenn wir das so ein bisschen in den Griff kriegen. Ah, muss ich mal gucken, ob wir das alles so hinkriegen. Das weiß ich noch nicht genau. Ich muss gucken, wo die Knackpunkte, die Knotenpunkte sind und muss ich versuchen, den Verkehr von da aus auf die Hauptstraße zu verteilen. Hier waren wieder Fußgänger, die hier rübergehen in die Commercial Zone. Das ist ganz gut, da müssen die nicht per Auto fahren. Hier sind wieder die völlig bekloppten Müllwagen, die so sinnlos sind einfach. Alter, das gibt's gar nicht. Und jetzt wird hier auch schon groß gebaut. Sehr gut. Industrie haben wir momentan ein bisschen Bedarf. Und die wollen bestimmt auch, genau, Straßenupgrades zum Erhöhen der Dichte. Das dachte ich mir schon, dass die das wollen. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir da tun können. Bums. Rums die Bums die.
Hallo? Ach, da ist noch ein Stück Straße, glaube ich. So. So. Da mache ich mal so einen Trenner dann einfach. Zack. So, und dann mache ich da auch mal dementsprechend ein paar Straßen-Upgrades, dann freuen die sich doch auch. So, dann machen wir hier alles nochmal auf hohe Dichte. Auf mittlere Dichte erstmal. Und diese Straße muss ich mal gucken, ob ich die so lasse, ob ich die nicht wegreiße vielleicht. Das weiß ich noch nicht. Was ist denn da schon wieder los? Nein, es gibt keine Feuerwerksshow. Ich möchte mich nicht, dass mir die Stadt wegbrennt. Ich habe gerade andere Probleme. So, wenn ich diese Straße hier wegreiße, ne? Oh. Das war natürlich so nicht geplant. So, dann müsste ja theoretisch der Verkehr, wenn der dann, wenn die zur Industrie wollen, zumindest zu der Industrie hier unten, müssten die über diese Hauptstraße fahren oder über diese da. Eins von beidem. Und notfalls muss ich diese Straße noch wegmachen und diese Straße vielleicht auch noch. Damit die dann über die Hauptstraßen fahren. Das ist ein bisschen knifflig auf jeden Fall, aber ich versuche da so langsam so ein bisschen. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, weil ich die ganze Zeit halt nur so erzähle, ich müsste dann dies, ich müsste dann das und das müsste ich dann. Ich versuche mir das immer so ein bisschen selbst zu erklären auch. Also diesen komischen Verkehrsfluss bei SimCity zu entwirren. Und diese Möbel, sind das überhaupt Möbelautos? Was sind das für Autos? Ach, ich glaube, die bringen Baumaterialien. So, jetzt kriegen wir hier größere Fabriken, zumindest dichtere Fabriken. Nicht unbedingt Hightech-Fabriken, aber naja. So, wir machen mit dem Versand große Gewinne. Hier sind erstmal alle happy. Wie sieht's hier aus? Wir machen ordentlichen Gewinn. Das ist schon mal super. Wir haben alles gemischt. Wir haben die Commercials mit den normalen Dingern gemischt. Wir haben Nachfrage nach Residentials. Hier haben wir natürlich eine super Hauptstraße, wo... Ach du Scheiße. Aber man sieht schon... Boah. Man sieht schon, die Hauptstraßen sind auf jeden Fall... Oh, 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 oh. Was? Oh, der ist am Limit. Ja, dann bauen wir mal eine Kläranlage, würde ich sagen. Ich weiß nur noch nicht genau, wohin. Vielleicht hierhin einfach. Aber da müsste ich ja noch... Ah, die Wasseraufbereitung könnte ich dann unten hinbauen. Der Wind zieht eh über die Industrie, dann baue ich die einfach... So. Zack, Kläranlage. Hallo. In ihrer Kläranlage wird das Wasser gereinigt, bevor es zurück in die Umwelt gelangt. Gibt es zu viel Abwasser für die Tanks, muss es ohne vorherige Reinigung abgelassen werden. Fügen Sie weitere Tanks hinzu? Natürlich, das kennen wir ja schon. So, dann will ich mal gleich sehen, wie die ganze Scheiße dahin gepumpt wird. Arbeiter dürften ja kein Problem sein. Hallo? Na also, und schon fließt die ganze Scheiße da hinten hin. Das heißt, ich kann das Ding hier eigentlich dicht machen.
und später auch abreißen. So, jetzt ist die Frage, so eine Wasserpumpe. Die müsste ich dann hier so, boah, Alter, oder hier so hinbauen. Bin gespannt, wie das Ding da am Reinigen ist. Aber notfalls kann ich ja noch andere Filter hinballern. So, die eine Wasserdingens wird doch nicht mehr reichen, oder? Ich baue dann hier nochmal so ein Ding hin. So, nur damit wir keine Wasserknappheit leiden, ist das, glaube ich, schon ganz gut. Da, du, du, du. Diesmal klappt alles, hoffe ich so sehr. Was sagt denn der hier? 13 von 19 pro Tag versorgte Sims. Das sind natürlich zu wenige. Das heißt, wir werden 4 von 4. Scheiße. 7 von 25. Stimmt, wir haben den Flügel ja schon gemacht. Ich müsste hier hinten noch ein Krankenhaus hinbauen eigentlich. 120.000. Boah. So, ich glaube, das kann ich einfach hier oben dran machen, ne? Da drüben sind sie ja versorgt, also eigentlich müsste ich es tatsächlich hier hinten hin machen. So. Und eigentlich auch eins hier im Industriegebiet, das wird aber ganz schön viel auf Dauer. Mangel an Arbeitern. Ach du Scheiße. Was? Was ist denn da los? Hallo? Hä? Was war denn das für ein Bulldozer-Zeichen gerade? Ach, da hinten. So, das kommt weg. Tourismus gibt's nicht. Nach. Wir können zur Touristenstadt werden, Bürgermeister. Was meinen Sie? Wir brauchen ein paar Touristenattraktionen. Nein, danke. Für 1000 Simoleons verhure ich mich doch nicht an irgendwelche fettschwabbeligen Schmerbauchtouristen. Alter, zwei Feuerwehrwagen löschen das Feuer, während es hier hinten brennt. Das ist natürlich ein Traum. Da ist natürlich... Hallo, Freunde, schickt mir doch einmal einen da... Huch, brennt's da nicht mehr? Vielleicht hat's da gar nicht gebrannt. Ach, da brennt's auch noch, okay. Eieieiei. So, wie sieht's denn aus? Löschfahrzeuge 2. 4 von 5 gelöschten Bränden. Ich glaube, ich setze nochmal ein Löschfahrzeug dazu. Nur so vorsichtshalber. Damit wir die Brände unter Kontrolle kriegen... Ich hoffe, ich kriege auch keine Keime diesmal. So, wie gehe ich denn gegen Keime vor? Bodenverschmutzung. Da muss ich doch Bäume pflanzen, oder? Ich habe doch hier schon überall Bäume. Aber ich habe ja auch, glaube ich, keine Verunreinigung. Hier werden zwar... Oder? Ich weiß es nicht. So, da ist auf jeden Fall noch einer krank. Hier ist noch ein Krankenhaus. Da ist noch einer krank. Aber ansonsten sieht es da auch sehr gut aus. Verletzungen, Krankheiten, pipapo. Was ist das hier? Bodenverschmutzungskarte. Die ist hier hinten natürlich besonders hoch. Die Bäume helfen da nicht so viel, habe ich das Gefühl. Hm.